Es gibt Momente im Leben, in denen du mit einer respektlosen Person konfrontiert wirst. Jemandem, der dich bewusst erniedrigen will, dir gegenüber herablassend ist oder dich provoziert, nur um deine Reaktion zu sehen. In diesen Momenten kann es schwierig sein, die richtigen Worte zu finden. Oft bist du perplex oder fühlst dich in die Enge gedrängt. Aber was wäre, wenn du genau wüsstest, wie du reagieren musst, um dieser Person die Sprache zu verschlagen? Hier sind einige brillante und schlagfertige Sätze, die dich aus solchen Situationen nicht nur befreien, sondern dir auch die Kontrolle zurückgeben. Diese Worte lassen deine innere Stärke durchscheinen, ohne dass du die Fassung verlierst. Wenn du noch nicht Teil unserer Gemeinschaft bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Schade, dass du das so siehst, aber es sagt mehr über dich aus als über mich. Dieser Satz ist einfach grandios. Anstatt dich auf die Ebene der respektlosen Person herabzusetzen oder in einen Streit zu verfallen, drehst du den Spieß einfach um. Mit diesem Satz zeigst du, dass du nicht nur ruhig und souverän bleibst, sondern auch, dass die Respektlosigkeit eher ein Spiegel ihres eigenen Charakters ist. Er zwingt dein Gegenüber dazu, innezuhalten und über sein Verhalten nachzudenken. Es ist schwer, darauf etwas zu erwidern, weil du keine direkte Konfrontation suchst, sondern auf eine Weise antwortest, die deine Würde wahrt. Nummer 2. Interessant, so habe ich das noch nie gesehen. Erzähl mir mehr über deine Unsicherheiten. Dieser Satz trifft tief. Eine respektlose Person sucht oft nach Schwächen, die sie angreifen kann und spielt auf deine Unsicherheiten an. Mit dieser Antwort drehst du die Dynamik um und machst klar, dass diese respektlose Haltung aus ihren eigenen Unsicherheiten stammt. Es ist subtil, aber unglaublich effektiv, weil du ihr Verhalten aufdeckst und auf eine Weise ansprichst, die sie nicht erwartet. Nummer 3. Du bist besser als das. Was ist wirklich los? Dieser Satz kombiniert Ruhe und Empathie. Anstatt auf die Respektlosigkeit mit Wut oder Verteidigung zu reagieren, bietest du Verständnis und eine Einladung zur Reflexion. Du signalisierst, dass du das Verhalten nicht persönlich nimmst und stattdessen vermutest, dass etwas anderes hinter der respektlosen Bemerkung steckt. Du entwaffnest dein Gegenüber, indem du Mitgefühl statt Konfrontation anbietest. Und oft führt das dazu, dass die Person überrascht und sogar beschämt ist. Nummer 4. Interessant, dass du das sagst. Ich hätte dich für klüger gehalten. Es ist ein simpler Satz, aber unglaublich effektiv. Du stellst die Intelligenz der Person in Frage, ohne sie direkt zu beleidigen. Das ist ein Schlag, der tief trifft, weil du damit andeutest, dass ihr Verhalten nicht nur respektlos, sondern auch unüberlegt und dumm ist. Die Person wird in dem Moment gezwungen, ihre Worte zu überdenken, weil du sie auf eine unerwartete Art und Weise entlarvst. Nummer 5. Wenn du das für nötig hältst, sagt das viel über deinen Charakter aus. Dieser Satz wirkt wie ein Spiegel, den du der respektlosen Person vorhältst. Anstatt dich auf ihr Niveau zu begeben, machst du klar, dass ihre Worte oder ihr Verhalten lediglich ihr wahres Gesicht zeigen. Du entziehst ihr den Wind aus den Segeln, weil du nicht wütend oder emotional reagierst, sondern ruhig und souverän bleibst. Du lässt sie erkennen, dass ihr Verhalten unreif ist und das bringt sie in eine unangenehme Lage. Nummer 6. Ist das wirklich die Art, wie du mit anderen sprechen möchtest? Diese Frage trifft ins Schwarze, weil sie die respektlose Person dazu zwingt, über ihre eigenen Worte nachzudenken. Oft handeln solche Menschen impulsiv, ohne sich der Wirkung ihrer Worte bewusst zu sein. Mit dieser Frage schaffst du einen Moment der Reflexion. Du konfrontierst sie nicht direkt, sondern führst sie sanft dazu, ihr Verhalten zu hinterfragen. Und in vielen Fällen wird der Respektlose merken, dass sein Verhalten nicht angebracht ist. Nummer 7. Deine Meinung ist wirklich faszinierend. Ich wusste nicht, dass Unwissenheit so überzeugend sein kann. Das ist ein Satz, der sowohl Intelligenz als auch Humor vereint. Du lässt die respektlose Person wissen, dass ihre Meinung nicht nur irrelevant, sondern auch uninformiert ist und du tust dies auf eine elegante Art und Weise, die schwer zu kontern ist.
Der Sarkasmus in diesem Satz trifft genau ins Schwarze, ohne dass du dabei beleidigend wirst. Dein Gegenüber wird wahrscheinlich sprachlos sein, weil er nicht damit gerechnet hat, so clever entlarvt zu werden. Nummer 8. Es tut mir leid, dass du das Bedürfnis hast, mich herunterzuziehen, um dich selbst besser zu fühlen. Mit dieser Aussage drückst du dein Mitgefühl aus, während du gleichzeitig das Verhalten der anderen Person als das entlarvst, was es wirklich ist. Ein Versuch, sich selbst zu erhöhen, indem man dich herabsetzt. Du nimmst den Angriff nicht persönlich und zeigst, dass du das wahre Motiv dahinter erkennst. Dieser Satz wirkt oft entwaffnend, weil die respektlose Person plötzlich merkt, dass ihr Verhalten durchschaut wurde. Nummer 9. Das ist deine Meinung, aber das heißt nicht, dass sie richtig ist. Respektlose Menschen haben oft das Gefühl, dass ihre Meinung der einzige gültige Maßstab ist. Mit diesem Satz stellst du klar, dass du zwar ihre Meinung anerkennst, sie aber keineswegs als allgemeingültige Wahrheit akzeptierst. Du ziehst eine klare Linie und machst deutlich, dass ihre Worte keinen Einfluss auf dich haben. Es ist eine ruhige, aber bestimmte Art, dich von der Respektlosigkeit zu distanzieren. Nummer 10. Es ist schade, dass du dich so ausdrücken musst, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Hier sprichst du direkt die Absicht hinter der Respektlosigkeit an, Aufmerksamkeit. Viele respektlose Menschen handeln so, weil sie im Mittelpunkt stehen wollen oder Unsicherheit durch Aggression verdecken. Indem du das ansprichst, machst du ihnen klar, dass du ihr Verhalten durchschaut hast. Es ist eine elegante Art, ihre Manipulation zu entlarven, ohne dich auf ein Niveau der Auseinandersetzung herabzulassen. Unser heutiges Fazit: Respektlose Menschen erwarten oft eine hitzige Reaktion. Sie wollen dich provozieren, um deine Fassung zu brechen. Doch genau das musst du verhindern. Indem du ruhig, selbstbewusst und schlagfertig bleibst, kannst du die Kontrolle über die Situation behalten und gleichzeitig zeigen, dass du nicht bereit bist, dich von ihrer Negativität beeinflussen zu lassen. Diese Sätze sind mehr als nur clevere Antworten. Sie sind Werkzeuge, um dich zu schützen, deine Würde zu wahren und gleichzeitig klarzustellen, dass Respektlosigkeit in deinem Leben keinen Platz hat. Jeder Satz trägt dazu bei, dich in eine Position der Stärke zu bringen, während du gleichzeitig Ruhe und Selbstbeherrschung bewahrst. Es gibt eine Kraft in Worten, besonders dann, wenn sie gezielt eingesetzt werden. Sie können verletzen oder heilen, Macht geben oder entziehen. Wenn du auf Respektlosigkeit mit Stärke, Intelligenz und Gelassenheit reagierst, verschaffst du dir nicht nur Respekt, sondern machst auch deutlich, dass du niemanden brauchst, der versucht, dich niederzumachen. Bleibe dir selbst treu, bleibe ruhig und nimm dir die Macht, jede respektlose Person sprachlos zu machen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.